Ein heißes Eisen in narzisstischen Beziehungen ist Vergebung. Vergebung für Dinge, die passieren, ist in normalen Beziehungen Alltag. Es passiert etwas, etwas läuft nicht rund, Fehler sind da, ich habe jemanden verletzt, ich bin nicht achtsam gewesen. Mir sind Fehler unterlaufen und jetzt entschuldige ich mich und ich hoffe auf die Vergebung des anderen. Und meistens wird vergeben. Es ist etwas, das im normalen Umgang, in normalen Beziehungen da ist. In narzisstischen Beziehungen ist es mit der Vergebung so eine Sache, auf die ich heute ein wenig eingehen möchte. Mein Name ist Hubert Hafner, ich bin Selbstwert-Burnout-Coach und möchte dir als Autor 3 Bücher vorstellen. Hinterm Vorhang, hier geht es um eine Persönlichkeit in christlichem Umfeld, auch zu dem Thema Vergebung, die er ganz anders für sich definiert. Dann hier Selbstliebe, etwas, das in christlichen Kreisen immer mit so etwas Vorbehalt gesehen wird. Lohnt sich mal reinzuschauen, zu lesen, vielleicht kann der ein oder andere doch was für sich mitnehmen, weil sie doch nicht so egoistisch ist, wie sie scheint. Weil sie auf einem Selbstwert basiert, der sich nicht in Gefühlen festmacht, sondern der seinen Selbstwert außerhalb der Gefühle für sich finden und festmachen darf. Wenn du ein Erstgespräch möchtest, wenn du gerne ein Coaching haben möchtest, darfst du dich gerne per E-Mail bei mir melden. Dann können wir einen Termin vereinbaren, um vielleicht deine Probleme gemeinsam angehen zu können und zu schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Bitte melde dich dann bei mir über E-Mail. Wenn dir die Videos gefallen, abonniere gerne den Kanal, gib den Daumen nach oben, drück das Glöckchen, teile das Video und ganz wichtig, kommentieren. Weil Kommentare das Wichtigste sind für Menschen, die in narzisstischen Beziehungen leben, zu sehen, sie sind nicht allein, sondern es gibt Menschen, die genau das Gleiche durchmachen. Und dieses soll dieser Kanal bewirken, dass viele Menschen noch erfahren, sie sind auf ihrem Weg in den narzisstischen Beziehungen oder heraus nicht allein, sondern sie haben leider Leidensgenossen, die sie jetzt durch Kommentare unterstützen können. Doch nun schauen wir uns an, warum Vergebung in narzisstischen Beziehungen eine etwas andere Gewichtung hat. Bis gleich. Vergebung ist etwas, auf dem unser Leben basiert. Das heißt, jedem passieren Fehler. Wir sind fehlerhaft von Natur aus. Fehler passieren jedem und das sagen wir auch. Allerdings drücken wir es etwas anders aus. Fehler machen, das heißt, jeder macht Fehler, aber Fehler passieren. Nur so. Und jetzt passiert ein Fehler, ich gehe zu demjenigen hin und sage, du, das ist mir passiert, ich habe dich verletzt, ich habe mich dort falsch verhalten, mir war gar nicht bewusst, dass ich dich damit kränke, all diese Dinge. Und jetzt kann der andere mir aufgrund meiner Reue, die ich zeige, auf meiner Entschuldigung, ich nehme die Schuld auf mich und entschuldige mich. Das heißt, er kann mir die Entschuldigung zuteil werden lassen, indem er mir vergibt. Aber Vergebung ist etwas, das aus demjenigen kommt, der vergibt. Und bei narzisstischen Beziehungen ist das etwas anders. Das heißt, der Narzisst, der misshandelt dich, der Narzisst, der geht übel mit dir um, der geht in Silent Treatment, der missbraucht dich emotional, geht dich mit Wutausbrüchen an, manchmal auch körperlich, all diese Dinge. Und jetzt rechnet er mit deiner Vergebung, weil du ja bisher immer vergeben hast. Und wenn du in christlichem Umfeld aufwächst, wenn du Christ bist, dann steht ja auch dort, du sollst deinem Nächsten vergeben. Wie viel Mal? Ja, 7 mal 70 Mal soll man vergeben. Und so wie du deinem anderen vergibst, so wird auch dir vergeben. Das heißt, hier sind so Aufforderungen im biblischen Kontext. Und jetzt sagt der Narzisst natürlich, auch wenn er Christ ist, ich habe ja meine Schuld bekannt und jetzt liegt's an dir zu vergeben. Und jetzt dreht sich das Spiel plötzlich. Es geht jetzt nicht mehr um das, was er getan hat, sondern es geht jetzt um dich, ob du vergibst. Plötzlich stehst du in der Pflicht. Also nicht mehr das Problem des Missbrauchs steht jetzt im Vordergrund, sondern vergibst du.
Und jetzt kommt es dazu, dass er ganz viele um sich herum scharen kann, die dann auf dich einwirken. Ja, aber du bist verpflichtet zu geben. Jetzt liegt's an dir. Du musst jetzt. Und plötzlich ist von dem Missbrauch und von dem, was hier schief lief, gar nicht mehr die Rede. Plötzlich stehst du am Pranger und jetzt wartet jeder drauf, vergib. Jetzt musst du vergeben, weil sonst bist du der Böse, bist du der Hartherzige, bist du der Kalte, bist du der, der sich jetzt so unmöglich verhält. Und dieses Verständnis von Vergebung basiert darauf, dass der Narzisst denkt, dass er einen Anspruch drauf hat. Er denkt, er kann einen Anspruch an dich erheben, dass du ihm vergibst, egal wie er sich verhält. Also seine Handlungen sind alle gerechtfertigt, sie sind zwar nicht biblisch gedeckt, weil er sich seine eigene Gebote macht, seine eigene Gesetze schreibt, aber er weiß sehr genau, mit der Bibel umzugehen, wenn er sie als Druckmittel gegen dich einsetzen kann. Und hier vielleicht etwas, das du lernen darfst, wenn jemand mit der Bibel Druck auf dich ausübt, dann stimmt an dem grundsätzlichen Verständnis etwas nicht. Die Bibel ist nicht dazu gegeben, Druck auszuüben. Die Bibel ist dazu gegeben, Gott in seiner Liebe zu verstehen, das Evangelium zu verstehen, ein liebevolles Miteinander durch die Liebe Gottes zu Wege zu bringen, aber nicht um Druck auszuüben. Und sobald jemand die Bibel gegen dich verwendet, indem er Druck ausübt und dann dieses Wenn und du musst und jetzt da steht, er selber aber mit keinem Finger dran rühren will, dann kennen wir das aus den pharisäischen Beziehungen, die den Druck auf die Bevölkerung ausüben, aber sie selber wollen die Gesetze und wollen sich an diese Dinge, die sie den anderen auferlegen, selber nicht dran halten, sondern finden für sich neue Gesetze, wo es ihnen dann leichter wird. Das heißt, der Narzisst benutzt die Bibel und hat den Anspruch, du musst, weil du bist Christ und jetzt hast du die Verpflichtung, mir zu vergeben. Vergebung ist freiwillig, weil hier das Wort geben drin steht. Ich gebe dir etwas. Ich bin nicht dazu verpflichtet. Ich gebe es dir. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, wenn die Reue echt ist, wenn ich sehe, ihm tut's wirklich leid, dem Menschen, dann kann ich ihm das geben, diese Entschuldigung. Ich kann ihm die Schuld erlassen. Beim Narzissten ist allerdings so, dass er sich darauf ausruht, ja, du bist ja verpflichtet, du musst mir vergeben, also darf ich mich weiterhin so verhalten, wie es mir gerade in Sinn kommt, ob er dich da dabei missbraucht, ob er dir schadet, es spielt keine Rolle. Er hat für sich Rechtfertigungen und er weiß ja, du vergibst, weil du bist Christ, du musst vergeben. Dieses Verständnis ist nicht biblisch. Dieses Verständnis basiert auf etwas, hier Druck auszuüben und die Bibel einseitig zu verstehen. Wenn jemand es von Herzen leid tut und er kommt, alles in Ordnung, kein Problem mit der Vergebung. Wenn jemand das Geben einfordert, du musst geben, du bist verpflichtet und ich habe den Anspruch, dann liegt etwas in der Haltung falsch. Wenn ich sehe, ich habe mich falsch verhalten, dann komme ich und hofft, dass er mir vergeben kann, aber ich habe nicht den Anspruch. Ich sehe, ich habe was falsch gemacht und jetzt hoffe ich, dass er mir vergeben kann. Der Narzisst nicht. Er erwartet, dass du vergibst. Dieses Warten darauf, das ist diese Einstellung, die er dazu hat, dieser Druck, den er ausübt. Und plötzlich dreht sich das. Das Thema ist nicht mehr sein Missbrauch, sein falsches Verhalten. Das Thema ist jetzt dein Verhalten. Du vergibst ja nicht. Du bist das Problem. So arbeitet der Narzisst, wenn es um Vergebung geht, wenn er die Bibel für sich missbraucht. Und hier sage ich ganz bewusst missbraucht, weil er die Bibel gegen dich anwendet. Er nimmt sie nicht für sich, um in sich zu gehen, sondern er nimmt sie, um sie gegen dich einzusetzen. Und hier kann man ganz klar abgrenzen, wenn jemand Vergebung einfordert und sie nicht auf freiwilliger Basis herangetragen wird, dann ist die Vergebung letztendlich Zwang, Kontrolle, Macht. Das, was ihm eh wichtig ist, das wird hier wieder deutlich, er kontrolliert deine Vergebung, weil er dich in der Hand hat, weil er dir sagt, du musst es tun.
Und in seinem Missbrauch kontrolliert er sogar, wie du mit seinem Missbrauch umzugehen hast. So ist es in narzisstischen Beziehungen. Und viele Menschen können es nicht verstehen, dass so ein System da ist. Und jetzt kommt noch von außen der Druck. Ja, du musst ihm doch vergeben und schau, er war doch da und er ist doch so und das ist doch deine Pflicht. Das Missverständnis von normaler Beziehung und narzisstischer Beziehung und die Gleichsetzung führt genau zu diesen Flying Monkeys, zu diesen Menschen, die Anwälte für den Narzissten werden, indem sie dir jetzt auch noch Druck zur Vergebung aufbürden. Weil das System so schwer zu durchschauen ist und bei verdecktem Narzissten sowieso, weil er ja dann auch in der Situation wie das Opfer ist. Schau, ich hab doch und ich will doch und ich mach doch und der andere, der will ja nicht, der ist das Problem. Also ich bin nicht das Problem, der andere ist das Problem. Und dann kommen ganz viele Anwälte und Richter und sind dann plötzlich auf der Seite des Narzissten und arbeiten gegen den Betroffenen. Vergebung kommt von dir, kommt aus deinem Herzen, aber nicht aufgrund von Druck. Wenn du zur Vergebung gedrängt wirst, verpflichtet wirst, gezwungen wirst, dann denk gut drüber nach, was steckt wirklich dahinter. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video ein bisschen aus dieser Drucksituation heraushelfen und dir zeigen, dass Geben etwas ist, das von dir kommt, das aber nicht eingefordert werden kann. Ich wünsche dir auf dem Weg in deine Freiheit und auch in diesem Sinne im christlichen Verständnis viel Kraft und Weisheit und sende dir ein ganz, ganz liebes Grüßle. Dein Hubert Hafner.